Willkommen Leute, zurück zu Divinity. Ja, letztes Mal haben wir Lobels Turm seinen Keller besucht. Dann haben wir auch gleich diese Kugel da dem Pater übergeben, weil den Keller hier so ein altes Opfer ist, das ja halt Lobels hasst und ihn unbedingt umbringen will. Letztes Mal sind wir auch hier hingegangen, wurden überfallen von Banditen. Sind ja ganz knapp in diesen feuchten Bach geflüchtet. Es ist ein Wunder, dass sie hier stehen kann mit dieser Strömung. Aber ja, es ist ein Spiel. Gut. Ich habe jetzt zwei passende Äxte und wir versuchen jetzt mal einfach diese Banditen zu killen. So. Weil wir versuchen sie erstmal abzuschießen. Die müssen schon zu uns herkommen. So. So. Schlagen. Ich kann nicht. Treffer. Ich kann nicht. Noch ein paar Mal werfen. So, Vollspeed. Ich wurde vergiftet. So. Prügeln. Wo sind die anderen zwei? Da. Ich kann nicht. Stehen bleiben, Freundchen. Zack. Das hat Vorteile, so ein hohen Level zu haben. Das hat wirklich Vorteile. Weil ihr wisst kaum mehr Mana mehr. Und ich will jetzt noch nicht warten, bis das hier voll geladen ist. Mana braucht länger Zeit aufzuladen als anderes Dings. Sehr geringe Belebung haben wir sowieso. Okay, loswerden. Wut, da lädt sich das ruckzuck wieder auf. Dann wäre ja noch eine zweite Gruppe oder drei Gruppen. Nachdem. Nee, hier waren nur zwei Gruppen. Komm, sei ein ganz feiner. So. Zack. Der Rest patrouilliert jetzt da hinten. So. Stufe 10 Magier. Und Speed. Nicht wegrennen. So, wir haben gewonnen. So, da unten gab es keinen dritten Weg. Oh. Habe ich mich wohl getäuscht. Ja, das sieht ja schön aus. Auf welcher Taste machen wir Screenshots? Leute, hier oben, wir machen Türme. Seid ihr so schön hier von unten, dann. Also, noch fehlt es die Sonne. Ich glaube, ich mache mal einen Screenshot. Welcher Taste war das nochmal? Ach komm, ist egal. Kann ich ja später machen. Nicht hier jetzt, nicht im Let's Play. So, hier oben waren auch noch ein paar Banditen. Ich bin ja ein bisschen durch die Gegend geflüchtet. So. Wir haben jetzt ganz neue coole Fähigkeiten. Womit wir jeden besiegen können. So. 1, 2. Speed! Ich wurde vergiftet! Nur ein. Komm! Verdammt, kein Mana! Nur die Feiglinge fliehen. Noch nicht. Wie kein Mana mehr. Komm. Ich muss ein Heilmittel. Ey, immer diese Flöte. So. Noch nicht. Und tot. Was hast du nun davon? Blödes Stückchen Scheiße. Ja. Gut, dann lauf hier weiter und suchen. Suche nach allen möglichen. Suchen. Oh. Hier sind drei Leute. Tot. Drei Leute mit Bekleidung und tot. Gewandtheit. Sonst ist nichts. Oh, doch hier. Eisenader. Oder die machen hier Nicker schön. Kann auch so. Schön unterm Baum. Schön, Dings. Ah, jetzt habe ich das Wort vergessen. Kann ich nicht mit dir reden? Frohbald. Lautes Geschnarche lässt darauf schließen, dass Frohbald tief und fest schläft. Oh, Frohbald. Was denkst du? Frohbald träumt von einer hübschen Frau. Oho. Ja, ich weiß, wovon der träumt. Sie sitzen in einem Gasthof und er will sie verführen. Oh, ich habe jetzt ganz viel weiter woanders gedacht. Er ist jedoch sehr verkrampft. Und die Frau beginnt sich zu langweilen. Oh, du bist langweilig. Er braucht etwas, um lockerer zu werden.
Ein Bier könnte Wunder machen. Ein Bier? Dann gebe ich dir mal ein Bier. Er greift nach der Flasche, trinkt hastig und wacht auf. Oh, du bist wach. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das habe ich jetzt gebraucht. Woher wusstet ihr das? Ihr habt im Schlaf geredet. Ich verstehe. Im Schlaf nach einem Bier gerufen. Ihr müsst mich für einen Trinker halten. Nein. Im Schlaf nach Bier rufen. Das stelle ich mir gerade mal so vor, als ganz lustig. Der Mann scheint fest zu schlafen. Okay, Namda. Was für ein Name. Namda hat einen schrecklichen Albtraum. Oh mein Gott, was hast du? Er ist in einer dunklen Höhle und versucht vor einem riesigen Troll wegzukommen. Boah, du Feigling. Er stürzt jedoch und verstaucht sich. Hier, kloppen den Troll nieder. Der wütende Troll kommt näher und näher. Aber der völlig verängstigte Namda kann nicht schnell genug laufen. Oh, das war nicht gut. Wenn er doch nur seine Verletzung heilt. Ich soll bestimmt so ein Heilmittel verpassen, oder? Hier, nimm Heiltrank. Namda greift schlafend nach dem Trank, nimmt ihn zu sich und wacht auf. Ja. Da siehst du eine unglaublich hübsche Braut. Ja, hier hübsch. Weil dieses Gesicht da und dieses hässliche, das Kacke ist die Rüstung. Geht es euch gut? Ah, nee, warte mal. Ihr würdet noch leben, wenn ich nicht gewesen wäre. Ihr habt mir diesen Trank gegeben, nicht wahr? Das war sehr nett. Ja, ich bin immer nett. Ich hoffe, ihr könnt meine Freunde aufwecken, denn da hilft kein Schreien und kein Schütteln. Du bist auch gerade eingeschlafen. Dann wecken wir mal die Tante hier auf, die Nachtmarie. Nachtmarie schläft tief und fest. Oh, wie süß. Besonders, wie das dann mal hoch und runter geht. Nachtmarie träumt von einem Wettbewerb in Alchemie, den sie unbedingt gewinnen will. Aber sie verliert. Sie gerät in Panik, als sie merkt, dass ihr eine wichtige Zutat für und was wäre das? Fehlt. Bestimmt ein Mana-Trank. Wie konnte sie ausgerechnet einen großen roten Apfel verpassen? Ein Apfel? Gut, dass wir ein Inventar haben. Also war es doch gut, den nicht zu verkaufen zu wollen, wenn ich das irgendwie komischerweise mal vergessen habe. Ja. Sie greift nach dem Apfel, murmelt etwas, lächelt und wacht auf. Okay, guten Tag. Endlich wach. Ich wäre bestimmt verrückt geworden. Weil ihr keinen Apfel hattet. Großartig, aber ich habe Angst vorm zu Bett gehen. Warum? Was für einen dummen Traum ich doch hatte. Wenn er so lange dauern musste, warum konnte darin nicht wieder das Einhorn auftauchen? Sehr. Leb wohl. Ja, leb mal wohl. Endlich sind wir drei wach. Oh, doch nicht. Dieser Traum. Ich werde ab jetzt immer einen roten Apfel bei mir haben. Ah, okay. So schlimm war es nicht. Ich habe diesen riesigen Troll mit meinen bloßen Händen getötet. Ja, das hätte ich auch erwähnt, dass ich hinfalle und dann kreische und so. Das lassen wir mal lieber raus, hm? Das ist doch gar nichts. Ich habe geträumt, dass mich die allerhübscheste Frau angebaggert hat. Da seid ihr erst seit kurzem wach und schon am Tag träumen. ja, was soll's. Was denkt ihr? Sollen wir unserem Freund eine Belohnung geben? Das wäre nett. Ihr bekommt den Edelstein, den wir auf den Anhöhen gefunden haben. Okay. Ja, ich habe ihn noch. Hier, nehmt ihn mit unserem Segen. Ihr seid aber drei lustige Vielen Leute. Dank. Hoffentlich ist unser weiterer Weg ins Trümmertal weniger ereignisreich. Okay. Ey, das liebe ich hier an Divinity. Die Leute haben hier so einen gewissen Charakter. Ihr habt die Schlafenden zurück ins Leben geholt. Eine Heldentat. Weckt mich auf, wenn wir im Maxus-Tempel angekommen sind, ja? Ja, beschwere dich nicht die ganze Zeit. Das liebe ich ja an diesem Spiel. Die Leute, die haben immer so einen gewissen Charakter. Wenn ihr versteht. Was haben die uns gegeben? Amulett oder sowas? Irgend so ein Stein. Nee, das haben sie bestimmt nicht gegeben. Das haben sie auch nicht gegeben. Oder haben sie diesen Kack hier gegeben? Nee, was haben die uns denn mal gegeben? Ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst. Du sagst irgendein Edelstein. Rüstung haben sie bestimmt nicht gegeben. Schwerter ebenfalls nicht. Was ist denn das für ein Edelstein? Hier so ein Edelstein für Edlung-Dings. Das habe ich nicht wirklich aufgepasst. Egal. Dann gehen wir mal hier hin. Ich warte hier eigentlich mit noch einem Kampf von Bälle da. In der letzten Arena haben wir gegen Goblins gekämpft. Und dann gucken wir mal weiter. Komm, los, schick deine drei Goblins vorbei. Ich mach sie alle platt. Ja, wer sagt's denn? Wenn man vom Teufel spricht. Bald wird euch die Totenglocke erklingen. Nein, Tote, drei Tote. Niemand kann einen Dämon zur Strecke bringen. Ein Dämon? Gut, Tote oder Dämon, such dir eins aus. Oh. Nicht. Jetzt habe ich aber Angst. Spring.
Komm, wir springen jetzt über den. Hua. Ich kann nicht. Wir wollen ihn mit Stil erlegen. Springen. Zack, Dämon tot. Beeindruckend, Drachenritter. Wirklich beeindruckend. Allerdings nur einer von vielen Dämonen, die es zu bekämpfen gilt. Echt? Der war aber die schwer. Dämonenqualle. Klaue. Der bessere Jäger. Was war das denn für eine Quest? Ich sollte mir öfters mal Dämonen. Robin ist ja ein richtiger Dämon. Ich sollte. Ach, Robin, der mit seinem Wildschwein angegeben hat. Tja, das bringen wir ja zu dir. Oh, eine scheiß Rüstung. Und ein Pergament. Ich glaube, das gehört zu einem anderen Pergament, oder? Wir haben schon mal ein Pergament gefunden beim Goblindorf, wisst ihr noch? Auf dem Papier steht in einer Sprache, die ja, nicht das Korb gerort. Was? Vielleicht kann es jemand für euch übersetzen. Hier fällt nur keiner ein, der was übersetzen kann. Das ist das Problem. Ja, aber bevor wir ins Dorf zurückgehen, ja, wir können eigentlich jetzt direkt zum Dorf zurückgehen, oder? Nee. Ich laufe mal erstmal weiter voraus. Komm, wir erkunden noch mal ein bisschen die Welt. Vielleicht finden wir uns irgendwo. Oder ich könnte auch jetzt zu Robin gehen und ich sagen, dass er ein verdammter Verlierer ist. Er sagt, haha, ich habe hier so ein Ding und du nicht. Ich habe hier so ein richtiges Ding. Ich habe so eine richtige Klaue und du hast so einen blöden Wildschweinkopf. Ich habe einen echten Dämon gekillt und du hast nur ein blödes Schwein. Boah, kann ich nicht hier hochspringen? Na, natürlich nicht, kann ich auch rückwärts springen. Ich habe gehört, wenn man rückwärts springt, dann sollte man eigentlich viel höher springen. Ist auch so, Tatsache. Ja, ich mach die Musik ja nicht. Also gehen wir mal zu Trümmertal und reden mit Robin. Trümmer. Wo ist denn das? Hört mal. Kapelle, Tal, See, Dorf. Und das war mir jetzt mal zeigen, den Robin. Ich hab ne Klaue, du hast einen Kopf. Du hast so ein stinkendes, fettes Schwein platt gemacht. Ich hab ja so einen richtigen Dämon die Hand abgeschnitten. Und du? Gott, wie kindisch das klingt. Oh, jetzt hab ich irgendwie so viel Luft aus Overlord, ey. Ich will jetzt Overlord zocken. Naja, ich hatte ja schon mal Overlord gemacht, auf Heldenhaft. Spiel schon plötzlich weg. Also irgendwie ist er verschwunden, ich weiß nicht wie. Ich schaffe so Sachen. Robin war doch hier im dritten, vierten, fünften Stockwerk oder so. Oder? Oder war er hier? Ja, hier ungefähr müsste er sein. Und da läuft gerade Uschi vorbei. Der ist wirklich Uschi. Wie kann man ein Kind Uschi? Ihr seid ein Segen für uns Drachentöter. Uschi. Nicht viele würden sich gegen den neuen Orden auflehnen. Ihr geht mir langsam ganz schön auf die Nerven. Ja, warum steigt ihr nicht von euren hohen Wildschweinen und seht euch das mal an? Wenn sein muss, mal sehen. Was ist das? Die Klaue eines riesigen Dämon, den ich zu Hackfleisch verarbeitet habe. So ist es. Ich muss zugeben, eine außergewöhnliche Jagd. Tja, jetzt bist du nicht mal so mutig. Ich hätte nie gedacht, dass mich mal jemand schlägt. Nehmt diese Handschuhe, Drachentöter. Ihr verdient sie jetzt mehr als ich. Vielen, vielen Dank. Der bessere Jäger, du Arsch. Hier, nimm mir Geld. Viel besser. Der Held des schwarzen Ebers. Wie wäre es, wenn ihr auch der Held des Maxos-Tempels werdet? Oh, der hängt Maxos-Tempel, ey. Hängt unsere Klaue direkt unter dem Wildschweinkopf. Ja, dieser Wildschwein sieht eher wie beeindruckend aus, als dieser kleine Popel-Dämon, den ich dann besiegt habe, ey. Achso, ja, wir sind ja Level aufgestiegen. Können wir eigentlich schon dieses eine Armband hier vom Wunschbrunnen benutzen? Tatsache. Jetzt können wir Wunschbrunnen-Armband. Das können wir mal wohl verkaufen. Handschuhe. Fernkampfrüstung, 4 Magie, 1 Intelligenz. Ein Stärke erhöht. Aura. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber jetzt geht's weiter. Also wo waren wir hierbei? 16, 16.
hätte Reflexe und unbeugsamer Wille. Aura des Magiestandes. Wahrscheinlichkeit von 5%, dass der Magiestand zugeführt wird. Fernkampf erhöht um 3. Das hier können wir veredeln. Magieschutz. Magieschutzwert 1 Intelligenz. Nehmen wir einfach hier das. Ja. Ja, der, komm, wir nehmen das. Da können wir nochmal einen Punkt veredeln. Das verkaufen wir mal bei Mara. Du riskierst nochmal einen Blick? Ja, ja. Zeig mal. Halt dir eine Öl. Dann riskier mal. Ja, ich riskiere mal einen Blick in deine privaten Sachen. Also jetzt sind. Das muss ich mir einfach mal sagen. Ja, kriegst du eine blöde Geule. Schwert mal behalte ich, aber hier die Rüstung da kannst du bekommen. Hier bin ich mir noch nicht sicher. Komm hier, du kriegst Champion Davids Handschuhe. So, kriegst das, du kriegst das. Das behalte ich noch selber für mich. Komm, die Packung Wallenkämmer verkaufen. Was haben wir eigentlich? Haben wir irgendwas dreifach? Nee. Ist eigentlich richtig gute Nahkampfwaffen oder so? Nee, anscheinend nicht. Oh, cool. Das sieht ja geil aus. Hast du was Besseres, als ich jetzt habe? Außer ein neuer Helm, das wäre auch nicht schlecht. Nahkampf-Magierüstung scheint mir besser zu sein. Ja, komm, wir nehmen das damit. Unser Helm sieht nämlich so scheiße aus hier. Ganz ehrlich. Bei dem Anblick hier unseres Helmes hier muss ich kotzen. So. Sehe ich wenigstens mit etwas Charakter aus. Der leichte Nachtjägerhelm, ey. Das Söldners hier sieht so unglaublich schwul aus. Ja gut, nicht schwul, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir wollen uns nicht wirklich so hässlich werden lassen. 3 Willenskraft. So, Mara. Du riskierst noch mal einen Blick? Ich riskiere noch mal einen Blick. Hier. Dann mal lupschen. Eier, Bücher haben wir sowieso nix. So, jetzt nicht. Dann scher dich davon. Ja, sehr nett. Dann scher dich davon. Gut. Dann machen wir weiter. Sehen wir nicht mehr ganz so beschissen aus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Einmal schnell speichern und dann weiter zur Schlacht. Und ich voll Depp hat vergessen, die Uhr weiterzuschalten. Sagen wir, ich habe 2 Minuten lang verkauft. Gut. Dann gehen wir mal zurück zum Goblindorf. Was war das denn? Ich habe irgendwie einen Hase getötet. Ich weiß nicht. Jetzt finde ich, sehe ich irgendwie ein bisschen pervers aus. Jawohl, nee, eigentlich nicht. Jetzt sehe ich hier ein bisschen seltsam aus. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach so eine ganze Rüstung wie Lovis haben? Ja, das wäre so schön. Da habe ich keine Probleme. Kloppen wir uns jetzt mal weiter durch. So, jetzt darf ich keinen Part mehr machen. Noch 2 Minuten, dann ist der Spielzeit wirklich vorbei. Ich könnte heute noch ein Part erstellen. Dann gehe ich ungefähr um 1 Uhr abends schlafen. naja, mal gucken. Wenn ich jetzt noch ein Part mache, dann vergesse ich die Hälfte wieder. Und dann muss ich das Let's Play abbrechen. So passiert eigentlich. Also so ein Buch. Wenn man ein Buch eine Weile lang nicht liest, dann kann man auch gleich wieder von vorne anfangen. Du. Ich wurde vergiftet. Du kannst mich mal vergiften hier. Kannst dich mal mit Vergiftung. Vielen Dank für deinen stinkenden Bogen. Ich habe hier so Lust, hier weiterzugehen. Ich kann doch nicht noch einen Part machen. Kann ich schon nicht. Oh, ich kann nicht. Komm her. So. Ist hier gerade runter? Ja, nee, da komme ich nicht dran. Noch nicht. So. Nicht. Wieso versuchen die überhaupt
wegzuraufen. Kann mich speichern nochmal. Ah, ganz kurz. Wir sind ja sowieso in dieser einen Hälfte schon. Noch nicht. Dann können wir uns auch mal hier ein bisschen umgucken, würde ich mal meinen, oder? Noch nicht. So. Verreck doch einfach. Noch nicht. So. Ja, muss ja mal wegrennen. Ich mag die Lache. So. Du hast eine stinkende Axt. Flisserholz ist auch noch. Und dann ist ja noch so ein Steingedöns. So. Ich glaube, hinter dem Baum gibt es sowieso nicht viel weiter. Was gibt's denn hier oben? Oh, ein Händler. Das ist aber nice. Kann ich seine Waffen hier aufnehmen? Wer bist denn du überhaupt? Norifundus. Bitte, ruht euch hier für einen Moment aus. Und in der Zwischenzeit schaut euch an, was ich anbiete. Warum handelt ihr nicht im Dorf, wie andere Händler? Ah, die Leute dort mögen mich nicht, weil ich so niedrige Preise habe. Okay. Aber wer auf richtige Schnäppchen aus ist, weiß, wo man mich findet. Na gut, zeig mal deine Gedanken. Ein paar falsche Bezauberungen reichen mir, um reich zu werden. Hä? Nur für den, der seine Preise gesehen. Die Ohrringe sind zwar echt, aber wer würde die schon haben wollen? Nehmt euch ruhig Zeit, ihr werdet sich. König noch 5. Wie? Die leuchten ja komisch. Heilige Scheiße. Alter Schwede. Ah, oh, die sind wohl alle eine Fälschung. Ja, diese super Waffen hier. Alter Kacke. Aber er soll nicht echt sein. Außer die. Pff, genau, seine Ohrringe. Gerade das billigste Scheiße hier, was man sich kaufen kann. Na super. Und war. So viele Tränke. Heilige Kacke. Hier, du kriegst eine Axt. Einen Kurzbogen. Ja, der ganze Rüstung ist natürlich schlecht hier. Lovis Magier Ehrenmönch Dings Talisman. Das lädt ja ein bisschen langsam. Ich muss mal überlegen, ja. 2355. Also, warte mal, wie viel kostet seine Waffe? 3000. Ja, unglaublich viel. Der wollte mich wohl verarschen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ein Lebenskraft, ein Gewand hat. Das hat 3 Bezauberungsfelder. Komm. Holen wir uns seine Ohrringe. Ich weiß sowieso nicht, was wir mit dem Geld machen sollen, also. Ja. So. Veredeln kann ich sie nicht, nein. So, damit will ich mal einfach sagen, bei diesem netten, sehr, sehr netten Händler, der uns Mist verkaufen wollte, sagen wir mal bis dann.